Der 9. Februar, meine Damen und Herren, war ein Schock und ist ein Schock für unser ganzes Land. Wir können nach wie vor nur mitempfinden, Anteil nehmen, trösten. Als Helfer stellten Sie sich einfach dem Unfassbaren entgegen, packten an und müssen bis heute Schreckliches verkraften. Zuverlässig, schnell, hochkompetent, logistisch meisterhaft und mit großer Besonnenheit haben Sie vor Ort gehandelt. Und ohne Sie wären wir in Bayern und in unserer Heimat um vieles ärmer. Dank Ihnen, meine Damen und Herren, steht Bad Aibling auch für gelebte Mitmenschlichkeit und Solidarität in unserem Lande. Damit sind Sie Vorbilder für uns und unsere Heimat. Ich verneige mich vor Ihnen im Namen des Freistaats Bayern. Bayern ist stolz auf Sie. Vergelt's Gott. In Bad Aibling eben einer von diesen beiden Rettungshubschrauber, die die allerschwerst verletzten Patienten rausgeflogen hat. Diese Veranstaltung hier, die zeichnet natürlich in erster Linie die ehrenamtlichen Retter aus. Leute, die viel Freizeit opfern. Und da denke ich mir, ist es ein würdevoller Rahmen. Ich finde, es bestärkt nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl, was in dem Einsatz entstanden ist. Aber mich hat schon auch beeindruckt, wie sehr dann doch so alle verschiedenen Positionen irgendwie wie so Zahnräder ineinander greifen. Das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Die Bergwacht war hier unterstützend im Einsatz. Also wir haben die Luftrettungsaktionen begleitet. Egal, ob das jetzt die hauptamtlichen Mitarbeiter im Rettungsdienst sind oder so eine ehrenamtliche Organisation, wie die Bergwacht, das ist einfach ein sehr gutes und angenehmes Zeichen der Wertschätzung. Dieser Schlusspunkt ist ganz wichtig. Einfach nur, um diesen Punkt zu setzen und dann neu anzufangen. Also ich bin tief beeindruckt, wie das Land Bayern und auch die Regierung sich auch hier bei allen Helfern, das sind ja über 1200 Helfer, bedankt. Ich muss ganz offen sagen, das ist wirklich beispielhaft.